Ein alter Bunker. Was man hier einschließt, ist erstmal weg. Was würdest du sagen, wenn ich behaupte, dass in Deutschland noch heute Millionen solcher Bunker in Benutzung sind? In jedem Bundesland, in jeder Stadt, in jedem Schlafzimmer. Ich rede von dem Bunker in dir. Einem Endlager düsterster Dinge deines Lebens. Das Zeug, was dir Schmerzen bereitet und was du da verrotten lassen willst. Tür auf, zuknallen und schnell wieder zuschließen, damit auch ja keiner mitkriegt, was da Schlimmes eingeschlossen ist. In meinem Bunker halte ich schlechte Eigenschaften unter Verschluss. Mein Jähzorn und meine Überheblichkeit. Auch schlimme Dinge, die ich selbst getan habe. Und wenn ich ganz tief hineingehe in meinen Bunker, dann finde ich auch Situationen, die mir selbst Narben verpasst haben. Über die es einfach zu schmerzhaft ist, nachzudenken. Was für Dinge sind das bei dir? Wo darf bei dir niemand die Taschenlampe draufhalten? So ein Bunker ist ziemlich finster und deswegen scheint es auch im ersten Moment ein easy way out zu sein. Einfach all die dunklen Dinge reinfeuern, Tür zu und fertig ist der Lack. Aber weißt du, was diese innere Finsternis für uns Menschen wirklich ist? Lebensfeindlich. Denn das, was wir da in unseren Bunker werfen, vermodert nicht einfach so. Es verändert sich in der Finsternis. Es wird giftig. Wie ein rostiger Nagel in der Seele, der mein Leben langsam krank macht. Der sich entzündet und schmerzt. Deswegen muss Licht in deinen Bunker. Damit du siehst, woran du hängen bleibst. Wo sich der Nagel in deine Haut treibt. Damit deine Wunde behandelt werden kann. Damit du nicht von innen heraus krank wirst. Hast du das gehört? Da steht ein absoluter Seelenbunker-Spezialist vor der Tür. Jemand, der sich perfekt mit Dunkelheit auskennt. Das ist Jesus. Er schaut sich mit dir dein Endlager dunkler Dinge an. Er hilft dir zu erkennen, was dir Schmerzen macht. Und er hilft dir, damit umzugehen. Die Frage ist nur, machst du die Tür auch auf? Keine Angst, egal was da hinter der Stahltür auch lauert, das schockt ihn nicht. Denn er selbst hat von sich gesagt, ich bin das Licht. Es gibt keinen Raum, den ich nicht hell erleuchten könnte. Reiß deine Tür auf und lass sein Licht herein. Er hilft dir zu erkennen, was dir Schmerzen macht. Und er hilft dir damit umzugehen. Denn er will, dass deine Seele gesund ist. Wenn du jetzt deine Bunkertür öffnen und die Dunkelheit herauslassen willst, dann schließ mal die Augen mit mir und frag in die Stille hinein. Jesus, bist du da? Vielleicht hörst du dann schon sein Klopfen.